So, da sind wir da bei Pokémon Smart. Guten Tag. So, Link. Ich bin links Guten in Tag, den. So, Link. Ich bin links in den Typen reingegangen. In den Matrosen? Ja. Ich habe meinen Anteil in vielen Häfen der Welt geworfen. Aber Graphic Port City ist der schönste Hafen. Aha, Sex mit Orten. Gut. Piraphörig. Dragogan. Irgendwas der fucking Dragogan. Weil der Sex mit Orten hat. Ach stimmt, der Bodenattacken bei Dragogan sind ja nicht so wirksam. Als nächstes wird Hydropia eingesetzt. Ja. Aber. Okay, das, ich hab nicht einmal, dass das ein Insta-Kill bei fucking Dragogan ist, aber okay. Schuppert. Nee, ich will nicht wechseln. Aber danke. Luftpirat. FIFA versucht Finale zu erlernen. Nein. Ja. Soll FIFA diese Attacke anstatt von Finale vergessen. Deutsch. Du bist der Beste. Du bist der Beste. Halten wir uns einfach links am Rand. Ja, dann kommst du direkt zu Graphic Port City und da könnten wir dann wieder was machen. Also Pokémon fangen. Dort ganz oben an der Ecke, siehst du das? Ja. Hinterm Haus, denke. Da stand Graphic Port City dann. Moment, was? Da stand schon? Da steht Graphic Port City, wenn du hinter das Haus Moment. Kommst. Route 109, Graphic Port City. Stimmt, ja. Also ja. Können wir hier wieder fangen. Einfach komplett. Aber ich kaufe vorher trotzdem noch ein Graphic Port City in Babelle. Ich hab jetzt ein Pokémon am Haken. Ja, ich bin gleich wieder da. Ist Hallo Team Aqua. Weißt du, okay. In Solings habe ich irgendwie das Problem, dass ich entweder immer Plusel oder Minon kriege. Jedes Mal. Egal was ich. Weißt du was? Ich krieg immer Plusel und Minon. Okay. Ich kann den Viechern einfach nicht entkommen, ich hab's direkt gefangen. Er spornt seine Mitstreiter an. Plusel entlädt Elektrizität aus seinen Handflächen und generiert so Pompons zum Anfeuern. Tschüss, Team Aqua. Ja. Ich stand da rum und ich hatte wirklich nur und bin einkaufen gegangen. Plusel, Google Plus wieder. Das ist ein Pokémon am Haken. Gekabor. Das wäre cool. Ja. Ich habe einfach schon wieder ein fucking Plus. Ich komme nicht von den Scheißviechern weg. Ich meine, die sind nicht scheiße in den neueren Generationen, aber trotzdem. Es gibt kein Pluszeichen. Google männlich, auch wenn es weiblich ist. Geh auch mal eben zum Pokémon Center. Und was kann man im Markt? Okay, hab kein Kapo. Was kann man? Da kann man eine Superbälle kaufen. Okay, dann tue ich das. Möchtest du Gekabo einen Spitznamen geben? Wir nennen ihn einen Gekabo. Also Gecko. Cocker Spaniel. Warum? Wieso denn nicht? So, und wir kaufen hier keine Tränke, weil man viel einfacher hier unten Sprudel kriegen kann.
So, aber erstmal unten hier alle besiegen auf dem Strand, ne? Ich überlege noch, wie ich den nenne. Okay, dann gucke ich nochmal eben oben, ob die Pokémon irgendwelche Items hatten. Nö. Die hatten keine Items, aber immerhin haben wir jetzt eine ganze Reihe voll mit Pokémon. So, ich habe das jetzt Gurke getauft. Mir fällt gerade, ich sollte noch die Pokémon sortieren, weil die sind die allen. Alle neue sind jetzt irgendwie. Im Friedhof. Ja. Das habe ich schon gemacht. Und am besten tust du das Pokémon, das du gefangen hast, wenn ich da nichts gefangen habe, unten hin in den Friedhof und nicht oben. Okay. Nee, nicht Bericht. Ich bin zudem nicht die Menüs richtig zu navigieren. Kommst du dann wieder zum selben Matrosen unten? Okay. Ich halte noch ganz kurz meine Pokémon auf. Das wegen dem einen Schaden. Da ist nämlich jemand unter dem roten Schirm. Hab die Person unter dem roten Schirm angesprochen. Ich kann nicht schwimmen, also tue ich so, als ob. Im Sand. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten, dass er im Sand schwimmen kann. Fallgiegel. Ciana. Ein Ciana, das einfach schneller ist als ich, obwohl es 9 Level unter mir ist. Wie viel ist Intensität denn? Intensität 8. Ja, das ist sehr totbefolgend. Das wäre wahrscheinlich auch schon bei Intensität 1 weg. Ja. Sag mal, willst du mich jetzt verarschen, als wenn der Ciana hier jetzt nicht direkt stirbt? Attacke geht daneben, Attacke geht daneben, Attacke geht daneben. Sandwirbel, Attacke geht daneben. Hör doch auf! Junge! Ist das so schwierig? Boi! Wie ist diese Spinne da reingekommen gerade? Was? Ich sehe da eine Spinne. Die liegt bestimmt am Leon. Bestimmt. Die ist richtig schnell. Ah. Ich kümmere mich mal darum. Okay. Ich stehe hier dann blöd rum. Hab ich? Nee, hast du nicht. Weiß ich nicht. Sah nicht fest aus. Hallo. Naja. Luftpirat Level 21. Good evening. So, jetzt gegen den Typ mit dem Schwimmreifen, dem gelben. Den da oben? Ja. Okay. Ach nee, der Seemann hat mich direkt gesehen. Ja toll, jetzt kämpfe ich mit dem Typen. Kämpf mit mir! Ich bin durstig, ich könnte im Strand das Sprudel kaufen. Ach gut, also jetzt zählt mich der andere. Mit kämpfen mit mir. Warum betrinkt mich ein Betrunken? Betrinkt mich ein Betrunkener, ja. Kämpf mit mir! Der hat bei mir ein Amaldo gehabt. Ach, das bist du! Ultrigaria! Kämpf mit mir! Ich wüsste gern, was jetzt aus der Spinne geworden ist. Aber wirklich fest habe ich die nicht getroffen.
Vielleicht ist die Antwort. Wie viel ist die Intensität denn? Nicht, aber. Kämpfe ich jetzt noch gegen das Kind? Intensität 8. Ich bin Dorf, der Katschpaar, Spulau. Super. Auschwitz versucht Nachtnebel zu lernen. Grummel. Grummel. Bär, oh, bär. Nein, ich will nicht nochmal gegen dich kämpfen. Trägt er sich einfach ein. Würden wir gegen die Kinder da unten. Die Kinder da unten geben dir Pudersand. Oh. Okay. Aber da ist noch ein. Da sind noch zwei Kinder unten unter einem Schirm. Und ein Pokéball dazwischen. Wollen wir gegen die zusammen kämpfen? So ein Schaumstimm sieht doch aus wie eine riesige Blume, findest du nicht? Nein. Tada! Siehste! Mein Schwimmreif ist ganz rund! Ich finde das Viech doch echt toll. Der Zickzacks. Ja. Das sieht sehr toll aus da am Bildschirmrand. Smetbo und Schlur. Bei mir. Kapilz und Valgeiser. Valgeiser ist nervig. Man kann auf dem Level eh noch nicht so viel. Setzt bestimmt gleich Zugabe ein. Smetbo kann Konfusion. Intensität 8. Ja, beide instant tot. Mit Intensität 8. Ja. Okay. Aber für zurecht, Level 22. Lombrevo und Schmerbe. Intensität. Ach wohl. Level 21 mit Sub-Zero. Intensität 5. Und Razaf. Okay, dann wechsle ich mein Viehfall mal mit was anderem aus, weil der ist fast tot. Obwohl, ich müsste Sub-Zero auswechseln, wenn Razaf hier drin ist, weil wenn das jetzt eine Kampfattacke einsetzt, das nicht tut, weil es einfach eine Normalattacke einsetzt, warum auch immer. Hä? Das ist blöd. Ja. Wenn es das tun würde, wäre das sehr effektiv aus irgendeinem Grund. Der bis heute noch keinen wirklichen Sinn macht. So, habt die Typen besiegt? Ich jetzt gleich auch. Die Kinder! Ich muss gleich noch mal ins Pokémon Center. Ich bin jeden Tag hier. Danke, wenn du ins Pokémon-Verzeichnis reinträgst. Ich bin jeden Tag hier. Sanftglocke erhalten. Ich gehe noch mal ins Center. Ich bin jeden Tag hier. Sanftglocke erhalten. Hast du eine Sanftglocke aus dem Item daraus bekommen? Ja. Ich habe ein Calcium bekommen. Was will denn der alte Mann da rechts? Der will einfach nur Müll aufsammeln, ich hab den durchgeklickt. Okay. Ich heile mich auch nochmal und dann gehen wir in das Haus unten. Wir könnten ja aber theoretisch noch einen Pokémon fangen. Wo? Oben auf der Route. Oh, wollen wir? Wollen wir nicht erst noch in dem Haus alles holen? Okay. Jo, Trainer, seid ihr in Eile, müsst wieder fort, erfrischt euch doch an Papas Ort. Ich möchte jetzt nichts mit deinem Vater in der Ebene zu tun haben, danke.
grünhaarige Frau. Langweilige Kämpfe lohnen sich nicht. Feurig heiße Kämpfe aber stehen Trainer und Pokémon. Hätte der Overworld Sprite schwarze Klamotten an, dann weißt du, wer das wäre. Tatsumaki? Ja, und dann macht der. Oder die Schwester von der. Und dann macht der andere Sprite gar keinen Sinn. Ja. Schnäppke gegen seine Weiterentwicklung. Quank. Intensität 7. Und beide setzen Biss ein. Intensität ist so eine gute Attacke. Luftpirat Level 22. Das war brandheiß. So, gegen wen jetzt? Da unten das Kind. Okay. Will kein Kluppen. Will einfach mal dagegen treten. Ich werde dir zeigen, wie toll meine Pokémon sind, aber heul bloß nicht los. Doch. Ich fände toll, wenn der jetzt einfach Bruce Willis oder so heißen würde. Oh, wieso hat der fucking Ho? Der hat Carbotops. Ho auf dem Level kann doch noch gar nichts, oder? Ich glaube nicht. Es kann instant sterben, indem ich einen Stern drauf werfe. Doch. Sternwurf. Instant tot. Ja. Schwalbini. Natürlich hat Carbotops Absorber. Als nächstes wird Smogon eingesetzt. War Käfer nicht effektiv auf Gift, weiß ich nicht. Den Biss von Sub-Zero immer toll. Einmal draufbeißen, tot. Ich finde die Intensität von Vielfalt toll. Einmal Intensität 8 und alles ist kaputt. So, jetzt gegen den komischen Seemann. Matrosen? Ja. Wenn du Lust auf einen heißen Kampf auf Hose hast, findest du keinen lodernderen Trainer als mich. Hört sich auch wirklich lodernd an, als wenn er die ganze Zeit halt raucht. Ja. Regio ist. Regio ist. Oder Regius. Ich hoffe mal. Ja, der wird Explosion einsetzen. Ja. Welchen Pokémon macht es dir am wenigsten aus, wenn du es verlierst? Round 7. Mit wem ist das gelingt? Da müsste ich gucken. Welches Pokémon ist das? Das ist, Maskeregen. Wo haben wir das gefangen? Blütenbox City. Ich habe keine Ahnung, welches Pokémon das war. Du kannst nachgucken bei Bericht. Moment. Route 103. Route 116. Metaflutunnel. Ich hab. Da Blütenburg City, das ist. Manko. Fuck. Also, Kampf ist sehr effektiv gegen. Gegen Red Rise.
Kampf. Also Bud Spencer. Oder wer? Der wäre sehr effektiv dagegen, aber der wird vermutlich keinen Schlag darauf landen können. Wer kann was? Der wird keinen Schlag darauf landen können. Fuck it! Was passiert, passiert. Okay, nur halbes Leben. Ich hab den besiegt. Ausschütze recht Level 23. Wieso? Pokémon wechseln. Ich geh schon mal zu dem Typen. Intensität 6. Ja, das ist tot. Moment. Maske gegen. Natürlich. Ja, Steinwurf. Stein dagegen. Ja, ich gebe mich noch mal. Frankreich, die Kämpfer klingen gerade so. Ich bin mehr als zufrieden. Du hast deine Fertigkeiten bewiesen. Zum Dank schenke ich dir etwas. Es sind 6 Flaschen Sprödel. Sprödel! Sprödel! Und von denen kann man auch noch mehr kaufen. 300 pro Flasche. Ich kauf einen. Ich kauf auch einen, dann habe ich eine schöne Zahl. Dann habe ich 8 Sprudel, weil ich schon Sprudel gefunden habe. So, dann lass mal oben noch ein Pokémon fangen. Ja. Kommt hier dann jetzt nicht wieder ein toller Radfahrer vorbei? Ja, der war toll. Gute 110. Mein erstes Pokémon ist Landtun, aber das darf ich nicht fangen. Ja, dann hast du noch 2 Versuche. Mein erstes ist Hornlio, aber das darf ich nicht fangen, weil ich es schon gefangen habe. Pudox. Pudox halten wir noch nicht von Entwicklungen her, oder? Hat irgendwer Baumpel? Tirachi. Was ist denn schlecht gegen Insekt? Keine Ahnung, aber ich hab Jirachi. Ich schläfe es einfach ein und werfe einen Superball drauf. Das kann Konfusion, fuck. Doch! So, und die funktioniert das? Fuck, ich muss mein Viech heilen. Mach doch eben. Ja. Das mach ich mal mit dem Tafelwasser. Weil das genug ist. Tirachi setzt Wunschtraum ein. Dann heilt sich das gleich. Wieso geht die Hypnose die ganze Zeit daneben? Also das hätte ich gerne im Team. Fuck you, Pudox. Hat sich wieder... Ich will sie nicht um... Pack dich jetzt einmal Schlecker an. Schlecker. Okay, das macht wenig Schaden, ich kann ich öfter einsetzen. So, dann muss ich mein Viech nochmal heilen.
setzt der Sternschauer ein. Oh Gott, Volltreffer. Superball bitte. Okay, der bleibt nicht mal drin. Jetzt setzt er wieder Wunschtraum ein. Der wird sich eh gleich heilen, von daher Aquaknarre. Der setzt nochmal Wunschtraum ein und heilt sich jetzt. Oh. Aquaknarre. Probier's so, mal mit einem normalen Ball. Ich fang dieses scheiß Pudox jetzt nicht, ich sag's dir. Also dieses Jirachi möchte ich schon gerne haben, es kann Erholung. Willst du mich verarschen? Wirklich spielen. Ja. Okay, hab's. Ja, bei mir kann auch dauern. Du weißt ja, legendäres Pokémon. Ja. Weil immerhin hat sich selbst eingeschläfert. Was? Ja, es hat einfach Erholung eingesetzt. Oh. Bin ich nicht der Mannviech. Bleibt nur nicht im Ball. Und es setzt direkt wieder Erholung ein. Ich spiel das mal vor. Pokéball. Nö, bleibt nicht drin. Ist aufgewacht, setzt Sternschauer ein. Das Problem ist, der kann halt die Donnerwelle überwinden, wenn er halt Erholung einsetzt. Und jetzt setzt er wieder Wunschtraum ein. Ist ihm langweilig. Trashpflege. Macht eh nicht viel Schaden. Dem ist sehr langweilig, glaube ich. Und er schläft schon wieder. Ich probiere es mal mit dem Primärball. Einmal, wow. Jetzt setzt er Konfusion ein. Was ist denn das? Volltreffer. Ich heile mich eben. Was ist was? Ja. Geschichte. Was ist, das Clan nervig und die ganze Zeit am Ausweichen ist? Pudox. Ja. Aber ein Name dafür. Vielleicht irgendein Charakter oder so. Gollum. Weicht die ganze Zeit aus. Also wenn du den in Lego Herr der Ringe schlagen willst, ja. Ich habe Lego Herr der Ringe nie gespielt. Ihr setzt durchgehend Erholung ein. Ja, der ist langweilig. Fuck you! Der hat einen Volltreffer gemacht. Ist das tot? Ja, das ist tot. Jetzt hab ich das nicht. Weißt du, der hat die ganze Zeit keinen Volltreffer gemacht und dann macht er einen Volltreffer. Ich dachte gerade schon, dein Pokémon wäre gestorben. Nö, ich will das Jirachi. Aber das hat er mir jetzt wieder nicht gegeben. Danke, du Arschspiel. Ja, dann benenne ich das einfach ganz schnell. Machi. Na. Ja, das war was es war. Unnötig war das. So, das Problem ist, auf der nächsten Route werden wir erstmal nichts fangen können. Und wir müssen erstmal bis Malfenfrost City kommen, bis wir was fangen können. Glaube ich. Aber wir haben wenigstens vorher schon eine kleine Lagerhalle gefangen. 134 können wir da hin.
Nö. Er ist die Magma, oder? Warte, kann man hier drin? Nein, kann man nicht. Das ist Team Aqua, nicht Team Magma. Ich hab doch Aqua gesagt. Nö. Dann hat Discord wiederum gesponnen. Wir müssen sowieso erstmal noch hier unten was abgeben in dem Haus da drunter. Bist du noch da? Ja. Okay, irgendwie warst du kurz weg. In welchem Haus müssen wir was abgeben? Direkt das unter den ganzen Aqua-Typen. Okay. Das war das da, oder? Ja, und schon. Ja. Und das direkt. Oder bei dem alten Mann da. Direkt dem Typ mit der Halbplatze. Okay. Ja. Wer spricht denn? Okay. Das hier hingehört und das dahin. Wo gehört dann dieses hin? Und was mit diesem Dingsbums? Ah, ich werde daraus einfach nicht klar. Hallo, ich bin Burma. Captain Brick hat mich damit beauftragt, eine Fähre zu konstruieren. Oh, das da. Sind das Devon-Waren? Das ist nur ein ungünstiger Zeitpunkt. Captain Brick ist irgendwo hingegangen. Er sagte, er müsste was erledigen. Kann ich dich bitten, Captain Brick zu suchen und ihm das Paket zu überbringen? Nein. Nee. Jetzt können wir zu den ganzen Aqua. Und du musst dich alle gehen. Ja, aber jetzt noch nicht. Weil wir die Folge ja erst beenden. Ja. Aber erstmal gucke ich hier noch, ob die irgendein Item für uns geben, die ganzen Typen. Ja, einfach durchgespult. Aber kein einziger gibt uns irgendwas. Pokémon Fanclub. Pokémon Fanclub gibt es, glaube ich, was drin. Okay. Guck mal. Spul das einfach mal vor. Die hat mir eine Sanftglocke geschenkt, die oben. Sanftglocke. Das ist meine zweite Sanftglocke. Ja, wenn du ein Pokémon brauchst, also wenn du ein Pokémon hast, das sich durch Dinge entwickelt, kannst du das ja dran tun. Ja. Kannst du mir bitte etwas über deine Gefühle zu Fionnotor sagen? Meine Güte! Okay, das ergibt einen Sinn. Es? Das hat die Reporterin hier unten unter dem Typ mit der Halbglatze gesagt. Was bedeuten Pokémon für dich? Ah. Stilmittel. Blödkopf! Etwas, das ich mag. Lügen. Ich mach Blödkopf. Etwas, das ich mag. Ich verstehe. Das war's. Danke, dass du mir Zeit zur Verfügung gestellt hast. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielleicht kannst du das Interview bald im Fernsehen sehen. Ja, Blödkopf. Etwas, das ich mag. Oh Gott. Das ergibt einen Sinn. Was bedeutet ein Pokémon für mich? Fahrrad. Der will mir Angeberei beibringen. Kein Bock. Oh, ja. Pokémon bedeuten für mich gebrauchen. Pokémon bedeuten für mich Blödkopf. Wie heißt dieses rosa-rote Katzenmistvieh nochmal? Eneko, stimmt.
Panic. Jetzt werde ich. Ja, ich wollte gerade sagen. Musste mich vor kurzem daran denken und hab dann nur Henneko im Kopf gehabt. Ja. So, ich warte vor diesem Museum. Ich auch. Und dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Adios.